Machst du Ausdauer oder nur auf Muskulatur und Dings? Fühle ich, feiere ich und prägt mich natürlich immer, wenn jemand sich entscheidet dazu, den richtigen Weg zu gehen und sich einen vernünftigen Körper aufzubauen. Und deswegen supporten wir das Ganze auch. Mein einziges Essen war heute ein Apfel. Aber das ist auch keine gute Sache. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Digga, geiler Song, ich vibe voll rein bei mir. Ich küsse euer Herz, wir gucken uns jetzt das Video von Abu Goku an. Auf ganz entspannt. Ich mach kurzes Intro. Intro! Let's do the intro, man! Intro it in, motherfucker! Let's go! 3, 2, 1, go! Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Wir sind mal wieder, wenn zu essen ist, Fokus, Digga. Nicht? Okay. Aha, so nochmal machen, Digga. Alright, 3, 2, 1, go! Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin hier mal wieder für euch am Start! Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking Zweitkanal. Ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine Freunde. Und zwar habe ich mir gedacht, heute reagieren wir mal wieder auf ein Video zu dem Thema Fitness. Ja? Ich bin seit ungefähr ein paar Wochen wieder richtig hart am Trainieren und habe auch wieder einige Gains gemacht, Digga. Hier könnt ihr mal kurz, ja, das reicht auch schon. Und dann habe ich jetzt gestern mal ein bisschen Fitnessvideos wieder abgecheckt und dann wurde mir an der Seite ein Video von Abu Goku angezeigt, den ich auch jetzt auch mittlerweile seit einem Monat oder so verfolge und ich muss sagen, ich finde den echt sympathisch. Der strahlt so Liebe aus. Der hat ein sehr positives Herz gefühlt. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber irgendwie gibt er mir gute Vibes. Und dann habe ich das Video gesehen, dass er auch mit Sport anfangen möchte. Und ich habe mir gedacht, wir ziehen uns das mal rein. Vielleicht können wir ihm die ein oder anderen Tipps geben und ihm irgendwie dabei unter die Arme greifen, fitness-sporttechnisch an den Start zu kommen, Gas zu geben. Fühle ich, feiere ich und prägt mich natürlich immer, wenn jemand sich entscheidet dazu, endlich den richtigen Weg zu gehen und sich einen vernünftigen Körper aufzubauen. Und deswegen supporten wir das Ganze auch. Und wir gucken uns mal an, was der Bruder erzählt und gucken mal, ob wir da vielleicht unterstützen können. Ja, Mann, falls du das siehst, Bruder, wenn du Bock hast, können wir auch gerne mal zusammen trainieren gehen. Ich zeig dir ein paar Übungen. Ich nehme dich ein bisschen unter Fittiche, weh schon, wie das läuft. Meld dich einfach. Und ab geht der Peter. Machst du Ausdauer oder nur auf Muskulatur und Dings? Nee, ich mach also machst du wirklich Fettverbrennung? Ja, ich will einfach nur ein bisschen Dings, ne? Auf Ernährung achten. Oder was heißt bisschen? Ich habe die letzten Tage einfach wieder übertrieben. Die stärksten Kohlenhydrate, die ich heute gegessen habe, war Mais. Hast du wieder, Digga, ey, Notch, er isst Mais aus einer Dose mit Löffel, Bruder. Das schmeckt geil. Er hat keine Ahnung, Beinberg hat keine Ahnung. Das schmeckt richtig geil. Guck mal, das Ding ist generell, muss man da sagen, da will ich jetzt am Anfang schon mal ein Statement oder einen Tipp raushauen. Generell muss man sagen, wenn man anfängt mit Trainieren und vielleicht übergewichtig ist, so, ne? Und vielleicht auch schnell abnehmen möchte. Du musst dir ganz klar am Anfang sagen, das ist hier ein Lifestyle. Das ist kein, ich nehme kurz ab und dann war es es gewesen. Du musst deinen ganzen Lifestyle verändern. Ich bin auch kein Fan davon zu sagen, ich nehme jetzt von einem Tag auf den anderen, esse ich auf einmal gar keine Kohlenhydrate mehr oder mache irgendwie so eine Crash-Diät, wo ich auf einmal ganz viel abnehme, weil es kann ganz schnell auch einen Jojo-Effekt geben, dass du auf einmal auch wieder ganz schnell wieder zunimmst und manchmal sogar dann mehr wiegst am Ende, als du vorher gewogen hast. Deswegen würde ich generell den Leuten immer ans Herz legen, fangt an, euren Lifestyle step by step langsam in Richtung Fitness anzupassen. So, dass ihr euch wirklich an die Dinge, die ihr verändert, auch gewöhnen könnt mit der Zeit. Dass ihr nämlich wirklich was verändert, euren Lifestyle, euer Leben verändert in die Richtung gesunder, guter Körper. So. Oh nein, ich hole mir morgen Mais, Digga. Ich hole mir morgen Mais. Süßmais ist das. Besser geworden. Aber da ist Zucker viel bereit, Herr Abu. Und noch eine Sache, was er am Anfang auch schon angesprochen hat, mit Cardio und mit Kraftsport und so. Ganz wichtig ist, dass ihr auch Kraftsport macht. Ja, Leute denken manchmal, ja, zum Abnehmen musst du erstmal nur Cardio machen. Ich muss nur Cardio machen und Bauch trainieren. Das ist totaler Schwachsinn. Ihr müsst euch dem bewusst sein, dass wenn ihr Muskeln aufbaut und mehr Muskeln habt, dann verbrennt ihr auch insgesamt am ganzen Körper mehr Kalorien. Denn Muskeln verbrauchen Kalorien, verbrennen Kalorien. Und umso mehr Muskeln ihr habt, umso mehr könnt ihr auch quasi abnehmen. Das heißt, es kann auch so sein, dass ihr, wenn ihr anfangt mit Sport, übergewichtig seid, ihr macht Krafttraining, ein bisschen Cardio auch dazu natürlich, das sollte man nicht komplett weglassen, passt eure Ernährung an, dann kann es sein, dass ihr vom Gewicht her sogar am Anfang gleich bleibt, vielleicht sogar zunimmt, eher weniger, aber das kann auch passieren, denn Muskelmasse ist schwerer als
Fett. Und wenn ihr Muskelmasse zunehmt und Fett abbaut, dann habt ihr insgesamt eine bessere Bilanz und ihr werdet auch besser aussehen. Aber es kann sein, dass die Waage gleich bleibt. Heute bei Monte, Mann, ich wollte auf seine Waage gehen. Abu, da ist aber viel Zucker drin, ne? In den Mais. Oder guck mal, schau mal. Und das habe ich auch versucht, vielen Leuten zu erklären. Ich sag dir mal eine Sache. Beispielsweise, du machst eine Diät und du musst dein Kaloriendefizit halten. Sagen wir mal, du isst jetzt deine Ration, die du für den Tag aufgeteilt bekommen hast. Und zusätzlich isst du noch Mais. Okay, schlecht. Mein einziges Essen war heute ein Apfel, eine Dose Mais, mit Champignons, Brokkoli drin, und drei Würstchen drin geschnitten. Oder ich bin locker 2000, 2500 Kilokalorien unter meinem Defizit. Locker. Oder nicht bei... Unter deinem Verbrauch, meinst du? Aber das ist auch keine gute Sache. So, das ist nicht gut. Wenn du einen Kalorienbedarf dir ausgerechnet hast, wenn du weißt, wie viel Kalorien du verbrennst und du hast dir ein gewisses Defizit festgelegt, dann halt dich auch an dieses Defizit. Geh auch immer bis dahin. Ess nicht weniger, weißt du, was ich meine? So, weil dann kommt genau das zustande. Dann nimmst du vielleicht mal ein bisschen mehr ab, nimmst dann auch schnell wieder zu. Oder hast dann irgendwann Heißhungerattacken und so eine Scheiße. Weißt du, was ich meine? So, deswegen... Halt dich wirklich daran. Ich bin Fan davon, ich sag immer, rechne deinen Kalorienbedarf aus, hat er ja wahrscheinlich schon gemacht an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Er hat seinen Kalorienbedarf, dann fang langsam an, 200 Kalorien Defizit. Halt dich auch daran. Nach 2-3 Wochen fängst du dann nochmal 200 Kilokalorien weniger, weißt du? Nochmal 200 Kalorien Defizit mehr. Und so Step by Step. Oder das ist nichts quasi, was ich gegessen habe. Du musst dir vorstellen, ich sag dir eine Faustformel, Notch, egal was du isst. Und selbst wenn du sagst, ich möchte jetzt am Tag 4 Snickers essen, aber nichts anderes. Das Wichtigste ist Kaloriendefizit. Ist ganz einfache Rechnung. Hat er recht. Verbrennst du mehr, als du zu dir nimmst, nimmst du ab auf langer Zeit. 100%. Gibt's kein Wenn und Aber. Aber was wichtig ist dass du das Kaloriendefizit nicht zu extrem fährst. Viele Leute machen den Fehler, die essen auf einmal gar nichts mehr. Und dann gibt's das Phänomen, dass ich kenne Mädels, die essen gar nichts mehr, aber nehmen auch nicht ab, weil der Körper dann anfängt, einfach alles zu speichern. Egal, was du zu dir nimmst, der fängt an, alles zu speichern, weil er in diesen Überlebensmodus reinkommt. Ey, du gibst mir nichts zu essen, ich könnte eventuell in 2 Wochen sterben, ich muss jetzt alles speichern, was du zu dir nimmst. So. Deswegen, ess ruhig, ne? Hört nicht auf zu essen. Das bringt euch nichts. Und ich sag dir noch eine Sache, viele verwechseln gesunde Ernährung mit Ernährung, wo man abnimmt. Beispielsweise, ich sag jetzt, ich habe damals 30 Kilo in einem Monat abgenommen. Ich habe mich nur von Fischstäbchen und Dönerteller ernährt. Dönerteller nur Fleisch und Salat. 30 Kilo und in einem Monat abgenommen. Weg. 30 Kilo in einem Monat weg, was für trotzdem abgenommen. Natürlich. Das ist ja das, was man If It Fits Your Macros nennt, so, ne? Das haben wir ja damals auch promoted, sag ich mal, an der Stelle, wo dieses ganze Natural Bodybuilding ein bisschen nach oben gekommen bin. Ich war ja da mit dabei mit Carles und Micha, Patrick, dies, das, bla bla bla. Und da kam das dann auch irgendwann, dieses If It Fits Your Macros. Und er hat recht, du kannst auch deine Kalorien decken mit den größten Schrottkalorien. Wenn du im Defizit bleibst, wirst du trotzdem abnehmen. Das stimmt. Nur muss man halt da beachten, dass wenn du jetzt eine Pizza isst und ein Eis zum Beispiel, hast du 1400 Kalorien vielleicht und diese 1400 Kalorien könntest du 2 Nudelmahlzeiten von essen oder so. Weißt du, was ich meine? Das muss einem halt bewusst sein, dass das Volumen deutlich geringer ist und du dann wahrscheinlich trotzdem noch Hunger haben wirst. Ja, das ist kein gesundes Abnehmen. Natürlich ist das ungesund. Das ist nicht richtig, weil dir fehlen die Vitamine, du brauchst auch gute Kohlenhydrate, du brauchst gesunde Fette. Natürlich, ich habe auch über andere Sachen die zu mir genommen, ne? Also zum Beispiel Omega-3, ich habe Grüntee-Extrakt genommen. Sowas. Ja, man kann sich Scheißdreck reinfressen und dann Mikronährstoffe supplementieren, ist trotzdem halt nicht die gesündeste Nummer. Und zuzunehmen, Bruder, wenn ich nicht auf Ernährung achte, dann esse ich einfach alles. Alles Mögliche. Also Getränke sind da egal. Ich sag euch auch ehrlich, ich trinke momentan nichts Süßes außer Waterdrop. Ey, Digga, sei ehrlich, Hammer, aber, ne? Bruder, ich nehme meine kleine Kapsel mit zum Training. Da habe ich ja selber Willst auffüllen. Du? Also ich kann ja immer selber, ich habe meine Flasche immer dabei. Chat, mit Proteine und so, Was ist Waterdrop? Ich bin jetzt gerade im Gespräch mit Sec Plus. Also höchstwahrscheinlich... Ah, krass, Digga, einfach mein alter Sponsor, jo. ...verpartnert, dann werde ich mir sowieso die guten Sachen holen. Die wichtigen Sachen, die ich brauche. So, keine Ahnung, Multivitamin brauche ich auf jeden Fall. Omega,
Zink, ein bisschen Whey, damit ich, wenn ich Pfannkuchen machen will, kann ich einfach mit Eiweißpulver auf entspannt machen. Ich halte euch da aber mal auf dem Laufenden über Stories, dies, das, Story, Moi. Frag Diät, Bruder, von sowas halte ich nichts. Ernährungsumstellung ist das Originale, glaubt es mir. Wenn ihr Diät macht, ihr seid keine... Wisst ihr, wann ich meine Diät machen musste? Wenn ich 123, 124 Kilo war und ich hatte Kämpfe, die waren bis 120 Kilo Klasse beim Ringen. Dann musste ich Diät machen, um schnell Fett zu verbrennen und Wasser zu verlieren. Gute Einstellung. Das kann man, da kann man Diät machen. Aber ansonsten macht lieber eine Ernährungsumstellung, glaubt mir. Richtig. Safe, langsam den Lifestyle anpassen. Eine Frage, isst ihr auch manchmal einfach Thunfisch so aus der Dose oder findet ihr das eklig? Thunfisch aus der Dose? Weil da so Öl, das weiß ich nicht, irgendwie so wird mir das eigentlich, ich weiß nicht, irgendwas hat er gesagt und ich, danach habe ich das nicht mehr so gerne gemacht. Sind Avocados gesund oder nicht? Ja, aber du kannst davon sehr heftig zunehmen. Avocado für mich ist das gut. Übertrieben viel Fett. Für mich ist das ja gut, ich will ja, ich versuche ja zuzunehmen. Hohe Energiedichte, Bruder, Avocado. Und das ist das, was ich meine. Guck mal, jetzt kommt das wieder. Viele verwechseln gesunde Nahrung. Aber es ist natürlich, es kommt aus der Natur und das darf man nicht unterschätzen, das darf man auch nicht immer in einen Topf werfen. Früher gab es Leute, die gesagt haben, Früchte sind nicht gut, weil von Früchten nimmst du zu, das ist Zucker. Ja, aber Fruchtzucker ist nicht das gleiche, wie wenn du jetzt eine Tüte Haribos aufmachst. So. Das sind Früchte, die wachsen in der Natur. Und die haben einen ganz anderen Effekt auf deinen Körper. Und da sind auch noch ganz andere noch Enzyme und so Geschichten drin, Mikronährstoffe, die dir auch helfen. Ne? Also Früchte zu verteufeln, ist also das feiere ich gar nicht. Gesundes Essen mit Essen zum Abnehmen. Beispielsweise Avocado, sehr gesund. Ernähre dich nur von Avocado und du wirst mindestens 20 Kilo im Monat zunehmen gefühlt. Ja, yeah. Die Dosis macht das Gift. Avocado ist gesund, aber nur in geringen Dosen. Genau. Danach einfach Energie wird. Das ist wie Nüsse, Bruder. Eine Handvoll Nüsse ist perfekt. Wenn du jetzt ein Kilo Nüsse isst, ja moin, Digga, hast 3000 Kalorien gegessen. Damals nur zwei Würstchen am Tag gegessen, 15 Kilo im Monat weg. Bruder, aber was willst du, zwei Würstchen am Tag, was ist das? Digga. Bei Würstchen müsst ihr aufpassen, das ist meistens Separatorenfleisch. Das ist einfach... Separatorenfleisch heißt einfach die Reste von anderen Teilen. Ja, zusammengesetzt, so. Genau. Ja, genau. Ja, sowieso. Generell, ich habe letztens gesehen, fand ich sehr, sehr geil... Auch bei Abu war das oder bei Monte. Auf jeden Fall hat Monte darüber geredet, dass er dem nächsten Stepper in Richtung vegetarisch-vegan machen möchte. Fand ich sehr geil. Ist auch ein YouTuber-Streamer in Deutschland mit einer riesen Reichweite. Und es wird immer mehr. Immer mehr coole Leute mit großer Reichweite promoten den richtigen Lifestyle. Feier ich. Bärmel, was wir essen. Und ihr müsst auch mal drauf achten, wenn ihr Fleisch kauft, achtet mal hinten auf Fettanteil. Je höher der Fettanteil im Fleisch, desto weniger Fleisch habt ihr letztendlich. Selbst Thunfisch ist nicht mal mehr gut. Was da alles drin ist, ist Thunfisch. Heutzutage, wie die auch gefischt und gefangen werden und so, ne? Das ist halt, Bro, auch mit Quecksilber und so ein Scheiß. Heutzutage ist echt schwer, überhaupt noch saubere Tierprodukte zu bekommen. Deswegen ist halt einfach vegan der richtige Weg, meiner Meinung nach. Wenn ihr Wurst kauft und hinten steht 30 Gramm Fett auf 100 Kilogramm, Digga, dann ist das kein Fleisch mehr. Hm. Warum kaufst du dir keine Waage? Ich habe eine Waage zu Hause. In meiner anderen Wohnung. Leute, isst 3 Stunden vor dem Essen gar nichts. Ist es überhaupt nicht gut? Für die Gesundheit? Also das Beste, was du machen kannst, ist wirklich 5 Mahlzeiten am Tag, kleine Mahlzeiten. Was? Kleine Portionen. Das ist das Beste, was man machen kann. Weil dann arbeitet dein Körper durchgehend und dein Stoffwechsel wird angeregt. Das Ding ist halt, manche Leute wollen das vermeiden. Ich zum Beispiel bin jemand, der möchte das vermeiden, dass mein Körper die ganze Zeit durchgehend arbeitet. Ich bin ein Fan davon, mir morgens eine gute Mahlzeit reinzupressen mit guten Nährstoffen, so Müslis und sowas, 5 Kornflocken, bla bla bla. Und dann versuche ich wirklich den ganzen Tag mein Ding erstmal zu machen. Weil ich bin zum Beispiel, wenn ich gegessen habe, große Mahlzeiten esse, schon mittags irgendwie so 13, 14 Uhr, dann werde ich lazier, dann... Gehe ich nicht so geil ins Training, ich trainiere lieber mit leerem Magen, ich sitze hier lieber und mache meine Streams und mein Videoschnitt und so lieber auch mit leerem Magen. Aber das ist typabhängig, der eine fühlt sich besser mit leerem Magen, der andere fühlt sich besser, wenn er eine Kleinigkeit im Magen drin hat. Ich bin eher so der Typ, Fan von Intermittent Fasting in die Richtung. Ich habe gedacht, wenn man abends isst, das wurde mir mal so gesagt, das ist so doof, weil man hat ja keine Verdauung, man hat ja keine Verdauungsaktivität, man geht ja schlafen. Man legt sich ins Bett und das, ja. Dein Essen bleibt im Magen und dann... Aber trotzdem, wenn du davor den ganzen Tag nicht gegessen hast, Reis gesund. Guck mal, ich sag euch was, Champ.
Das Ding ist halt, das ist auch wieder so ein Mythos. Leute denken, dass die abends ab 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr, Digga. Das ist zum Beispiel so ein Mythos, das ist totaler Schwachsinn, weil je nachdem, wie dein Lifestyle aussieht, vielleicht hast du Nachtschicht, vielleicht stehst du erst um 15 Uhr auf. So, und dann hast du einen ganz anderen Rhythmus. Wichtig ist einfach nur, dass du, da hat er recht, dass du 2 Stunden vorm Schlafen gehen einfach nichts mehr isst, weil du die Sachen dann im Schlaf nicht so gut verdaust. Aber jetzt zu achten, oh, jetzt haben wir 18 Uhr, scheiße, jetzt darf ich nichts mehr essen, nee. Abnehmen und zum Zunehmen ist Reis das Beste, was ihr machen könnt an Kohlenhydraten. Ich sag euch warum. Kartoffeln ist das Beste an Kohlenhydraten, was ihr machen könnt. Reis speichert sehr viel Wasser und deswegen hat das viel Volumen und deswegen sieht ein bisschen Reis so viel aus und ja, das sättigt richtig. Und Kartoffeln ist nochmal einen drauf. Also wenn du vergleichst Nudeln, Reis, Kartoffeln, ist Kartoffeln so das Endlevel an Volumen und also das hat eine Kalorienundichte, eine krasse Kalorienundichte. Sehr viel mit Wasser, sehr viel Enzyme, sehr viel Mikronährstoffe. Und ja, Pyramide ist so, dann Nudeln, Reis und dann kommt auf jeden Fall Kartoffeln. Guck mal, Chad Breitenbeck ist ja hier, der hat ja richtig hart aktiv Sport gemacht, Fitness, der ist ja übelster Profi. Du kannst die ganze Zeit was sagen, Breitenbeck, wenn ich da falsches Schmutz rede. Ja, normal, ich höre zu, das ist schon alles richtig, was du sagst. Reis zieht auf jeden Fall viel Wasser, ist eines der bekömmlichsten Nahrungsmittel und es hat viel mehr Volumen. Energiedichte ist halt wichtig. Ihr müsst euch das so vorstellen, 1 Kilo Apfel hat eine andere Zusammensetzung, also ein ganz anderes Level an Kalorien, wie zum Beispiel 1 Kilo Fleisch oder 1 Kilo Fett. Maschallah. Energiedichte ist entscheidend, das ist sehr, sehr wichtig. Mach den Liegestütz jetzt. Aber der Magen ist auch... Und ich sag dir, ich hab Abu Gukus Videos, ich verfolge die wirklich und ich habe gesehen, wie er Ratschlag macht und wie beweglich er ist und so. Dicker, der hat Potenzial. Wenn der mal jetzt regelmäßig pumpen geht, auf nice, überleg dir wirklich, mit wem du trainieren gehst, Abu, ich schwör's dir. Glaub mir, ich bin der Beste. Wenn du wirklich auf nice jetzt trainieren gehst, Spaß daran findest und so... Voila, in 2 Jahren, der ist Maschine. Ne? Das wisst ihr, es ist ein Beutel, man kann ihn füllen. Und wenn er gefüllt ist, fühlt man sich gesättigt. Dann gibt es noch, es gibt auch so, man kann auch natürlich Green Tee trinken, dies und das sind alles so. Es gibt viele Tipps und Tricks und ihr müsst euch vorstellen, jeder Trick, den man hat, kann so 2, 3, 4% rausholen. Wenn du 10 Sachen beachtest, hast du so 30-40% extra. Und so muss man sich das irgendwie im Leben zusammenarbeiten. Abu macht das schon gut, ehrlich. Er ist nicht dumm, er labert keine Scheiße, er informiert sich, er macht das schon super. Es gibt auch bei Reis unterschiedliche Sorten. Man kann auch Vollkornreis holen. Vollkornreis gibt es, genau. Es gibt Dinkelreis, es gibt Budrol. 5 Liegestütze stark. Bruder, ich habe jetzt meine 50 Liegestütze, deswegen habe ich 5 gemacht. Aber selbst 5 Liegestütze sind stark. Und schämt euch nicht, wenn ihr denkt, ihr könnt nur 1 Liegestütz oder 2 Liegestütze. Ist so. Lass Ego zu Hause und dieses Ganze so, der ist stärker, der ist nicht stärker und so. Bro, du bist du. Jeder ist individuell. Jeder konzentriert sich auf sich. So, ist heutzutage leider schwer, weil immer mehr Leute sich auf andere Leute und durch andere Leute leben und immer überall ihren Senf dazugeben und ihr eigenes Leben gar nicht richtig leben. So, aber konzentriert euch immer auf euch. Macht nicht Sachen nur, weil ein anderer. So. Gar keine Liegestütze, dann macht ihr das so lange, bis ihr das könnt. Ich habe schon mit Farid geredet, Chat. Ich werde mal einen Tag runterfahren. Der hat mich. Wir haben telefoniert heute wegen einer Sache. Immer Bankdrücken. Ich habe noch nicht einmal Bankdrücken gemacht, Chat. Glaubt ihr mir? Also, auf jeden Fall, ich fahre mal runter und mal gucken. Vielleicht nehmen wir den Breiti und den Rohat mit, fahren hin, machen einen Tag im Gym mit Farid. Geh mit Training und so. Ich habe noch nicht einmal Bankdrücken gemacht, Chat. Nicht einmal. Ich mache jetzt nur Dings da hier, diese. Der braucht bestimmt 100 Kilo Bankdrücken. Brustpresse, Butterfly für Brust, diese 2 Übungen mache ich seit 2 Wochen. Das war's. Das reicht vollkommen. Das war's. Und die Liegestütze, die wir machen. Das war's. Ihr braucht nicht unbedingt. Guck mal, ich bin ja niemand, der... Ich trainiere Ober... Ja, ich bin so ein Typ, der sagt, ich habe letztens mir auch ein Video reingezogen, Trainingsplan für Anfänger, und da hat er auch gemeint, trainiert am Anfang nur an Maschinen und so, sage ich nicht. Ich sag, geh von Anfang an die freien Gewichte ran, mit wenig Gewicht, lern die Technik, Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeugen, wichtig. Unterbrust, Seite, dann noch für Form. Und das ist halt wichtig, dass du dann dir Leute nimmst, die halt wirklich eine Ahnung haben von Fitness und Bodybuilding, weißt du, die wirklich 10 Jahre krass trainiert haben und... Damit du auch wirklich diese Sachen lernst, Bruder. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Bevor du kannst halt wirklich Jahre verschwenden, wenn du am Anfang... Ich sag mal, falsch machen ist auch relativ. Falsch gibt es nicht. Aber du kannst einfach mit ein paar Tricks und mit den richtigen Übungen, mit dem richtigen Trainingsplan, mit dem richtigen Mindset, was Ernährung angeht, in kürzerer Zeit viel mehr Erfolge haben. Diese spezifischen Übungen brauche ich gar nicht, weil man bei mir die Form gar nicht sieht. Nee, da hat er einen Denkfehler einfach. Geh spazieren im AirPods mit Podcast, Beste. Weil spezifische Übungen, ich glaube, er meint isolierte Übungen, aber das, was du machst an den Maschinen, Butterfly und Brustpresse, ist ja mehr isoliert als Bankdrücken zum Beispiel. Das sind ja gerade die Verbundübungen, die du brauchst, um Form reinzubekommen, Bewegungsablauf zu lernen, richtig alles hinzubekommen, weißt du? Erst wenn meine Wohnung auch fertig ist und meine Familie hier ist. Ich habe gerade keinen richtigen Tagesablauf, Chat. Ich bin hier allein in der Wohnung, ich gehe zum Sport, komme hierher, baue entweder Möbel auf oder Schränke,
hol dieses, dann gehe ich wieder zum Möbelhaus, dann fahre ich dahin und dann bin ich live. Deswegen hast du jetzt ein Gästebett? Ah, Verzeihung. Ich habe eine Gästematratze. Ach, Bruder. Oder was für Gästebett? Aber wenn ich dich jetzt besuchen würde, müsste ich nicht mehr mit dir in einem Bett schlafen. Doch, müsstest du. Ja, weil wir... Warum? Du hast doch jetzt ein großes Haus. Was? Ich habe ein großes Haus, ich habe zwei Häuser. War ein Podcast, Abu? Ja, wir müssen mal Podcast machen, hätte ich Bock dazu. Wir hatten einen damals im Fitnessstudio, wir haben ihn Terminator genannt, das war so ein Deutscher, so ein richtiger Ochse. Und der war, keine Ahnung, 6-7 Stunden im Fitnessstudio. Wisst ihr, was der gemacht hat? Voila, der hat trainiert, der ist immer zwischendurch in seine Kabine gegangen, hat seine Brotdosen, hat immer 7-8 Brotdosen dabei. Hat die eine Brotdose nach der anderen weggegangen. Also eine gegessen, ist wieder trainieren gegangen, wieder rübergegangen zu Dings da, wieder gegessen, wieder trainieren gegangen. Warum macht man das, Breitenberg? Film einfach. Er wollte bestimmt Nährstoffe genug zuführen, um so breit zu werden wie möglich. Wahrscheinlich auch auf Stoff. Die ganze Zeit kontinuierlich und immer kleine Happen. Boah, das ist doch kein Leben. Das ist doch kein Leben. Das macht keinen Sinn, Bruder. Würde ich auch nicht machen. Nee, dann hast du vollen Magen, gehst wieder pumpen, Bruder. Wohin? Die Leute, guck mal. Okay, am Endeffekt, glaube ich, ist das Video sowieso vorbei. Wir haben ja unsere Tipps schon rausgehauen. Wie gesagt, Abo, Dicker. Mach, geh. Vielleicht kann dir der Farid auch helfen irgendwie, aber ich sag dir ehrlich, Bruder, Hand aufs Herz, Bruder, wenn du richtig krass aufbauen willst und richtig geil an den Start kommen willst, Bruder, dann komm vorbei. Komm vorbei, Bruder. Gib dir die Lovelock-Vibes, Bro, ich mach dich zur Maschine. God damn. Yes, einer fragt, ob ich schon mal gestofft hab. Nee. Mm-mm. Noch nie. Noch nie. Noch nie gestopft und ich werde doch nicht... Naja, sag niemals nie, aber ich habe zu viel Respekt vor dem Shit. Und ich sehe es auch nicht als nötig irgendwie. Ich finde, also wenn ich regelmäßig trainieren gehe, dann habe ich einen Körper, der mir gefällt. Reicht mir auch. Der Patricio sagt, ich trainiere gerne über den Tag verteilt, sprich morgens eine Übung, drei Sätze, mittags eine Übung und abends eine Übung. Ist der Unterschied groß im Gegensatz zum alles am Stück machen? Boah, Digga. Also ich sag mal, insofern, also es ist auf jeden Fall besser als gar nichts zu machen, ne? Sagen wir es mal so. Ich würde das auf jeden Fall lieber so beibehalten, als gar nichts zu machen. Aber natürlich, wenn du die Übungen alle hintereinander machst, dann hast du eine größere Intensität, also mehr Volumen, eine Einheit quasi drin. Ob das jetzt einen großen Unterschied macht, ob du das direkt hintereinander machst oder am selben Tag, nur zu verschiedenen Zeiten, das kann ich dir gar nicht sagen. Das kann ich dir nicht sagen, ich kann dir nur sagen, was ich mir vorstellen würde. Also ich sag mal, eine Übung, drei Sätze ist halt auch ein bisschen wenig. Also auf Dauer wird dein Körper dann keinen Reiz mehr spüren, wenn du dich... da hinstellst zum Beispiel und drei Sätze 15 Liegestütz machst, wenn du das ein Jahr lang machst, so dein Körper gewöhnt sich ja daran und dann wirst du nicht wirklich aufbauen, weißt du, du musst dich ja auch irgendwie steigern und bei einer Übung mit drei Sätzen ist es schwer, sich zu steigern. Machst du das zu Hause oder im Fitnessstudio? Generell halt, um irgendwann richtig, richtig Muskeln aufzubauen, brauchst du auf jeden Fall Gewichte und du musst auch gucken, dass du deinen Muskeln immer einen größeren Reiz gibst, in Form von entweder mehr Gewicht, bessere Technik oder mehr Wiederholungen. Auf jeden Fall war es das gewesen, Digi. Ich küsse euer Herz, haut nochmal Herzen in den Chat rein. Danke, dass ihr am Start wart. Danke, dass ihr dabei wart. War eine coole Nummer, würde ich sagen. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Liebe verbreiten. Bisschen Help raushauen. Vielleicht guckt der Abu Goku ja das Video. Wäre auf jeden Fall nice. Ich küsse dein Herz, mach auf jeden Fall weiter so. Ja, Mann, haut nochmal ein paar Herzen in den Chat rein. Dabei ist alles, meine lieben Freunde. Bleibt so, wie ihr seid. Be unique. Scheiß Regen. Egal. Wir sehen uns im nächsten Video. Nächsten Stream. Peace it out. Danke für die Herzen übrigens. Ich küsse euer Herz.